Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Liebevoll zum Eheabend und ich hoffe, ihr sitzt wirklich zu zweit auf dem Sofa als Ehepaar. Das ist ja immer wieder unser Anliegen bei Liebevoll, euch Inhalte zu bringen, aufgrund derer ihr dann miteinander austauschen könnt über eure Ehe. Das Thema heute Abend lautet Heilung nach Pornografie und Ehebruch. Es ist ein heikles Thema, es ist ein schweres Thema, worüber wir heute reden wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass du möglicherweise auch dieses Video dir anschaust, weil du betroffen bist. Vielleicht als der, der die Ehe gebrochen hat, vielleicht als der, der verletzt wurde. Und unser Wunsch ist, dass du durch diese heutige Sendung ermutigt wirst und neue Hoffnung bekommst. Es ist heute kein Vortrag. Wir hatten einige Vorträge, auch gerade zum Thema Pornografie. Heute geht es um ein Interview. Und ich möchte euch begrüßen, Anthony und Angela Schopper aus unserer Gemeinde. Ich finde es so klasse, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um heute hier zu sein, unsere Gäste. Und gerade auch zu dem Thema zu sprechen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Überwindung für euch ist. Ihr habt mir gerade auch gesagt, es ist das erste Mal, dass ihr beide als Ehepaar so offen über verschiedene Zeiten in eurer Ehe sprechen wollt. Und deswegen rechne ich euch beiden das sehr, sehr hoch an, dass ihr heute hier seid. Ich weiß, euer Anliegen ist, Christus groß zu machen mit dem, was er in eurer Ehe getan hat. Und dazu kommen wir auch gleich. Aber ich glaube, es wäre schön, auch gerade für unsere Zuschauer, wenn ihr euch am Anfang ein bisschen vorstellt. Ich kenne euch beide ja sehr gut, aber viele Zuschauer vermutlich nicht, dass ihr einfach ein bisschen was zu euch erzählt, euer Hintergrund, wie lange kennt ihr euch schon, wie lange seid ihr verheiratet, zu eurer Familie, aber auch wie ihr zum Glauben gekommen seid. Ja, ich weiß nicht, wer von euch den Anfang machen will, aber wäre schön, wenn ihr, ja, wenn einer mal einfach anfängt. Soll ich anfangen? Bitte. Anthony Schopper, 46 Jahre alt. Wir haben uns sehr, sehr früh kennengelernt, mit 17 in der Schule. Wir waren in der gleichen Klasse und hatten eine gemeinsame Freundin, von der wir aber nicht wussten, dass wir beide mit ihr befreundet sind. Und die hat uns eigentlich, sag ich mal, aufeinander aufmerksam gemacht und ja, da hat's gefunkt. Dann kam mir eine Zeit des Kennenlernens und vielleicht sage ich da auch ein bisschen was zu mir. Also ich komme aus einer gemischten Familie. Mein Vater ist ein Sinto, meine Mutter ist Deutsche. Und bei uns ist es eigentlich üblich, dass man dann auch innerhalb des Volkes heiratet und meine Frau ist eine Deutsche. Und da gab es halt ein bisschen Spannungen bei uns auch in der Familie, aber das war mir damals relativ egal, weil ich wusste, sie ist die Richtige. und dann hat eine spannende Zeit angefangen, in der wir dann zusammengekommen sind. Wir mussten erstmal ein Jahr weg. Wir waren eine ganze Weile raus aus Köln, mehrere Monate. Also es ist ein bisschen schwierig gewesen ganz am Anfang. Aber das hat uns auch irgendwie nochmal mehr zusammengeschweißt. Also wir waren nicht nur ein Liebespaar, wir waren auch die besten Freunde. Wir haben einfach von Anfang an alles miteinander geteilt und das hat uns sehr, sehr eng miteinander verbunden. Das war so und ist immer noch die Grundlage unserer Beziehung, dass wir auch Freunde sind. Wie ging es dann weiter? Dann haben wir bei uns, wie man bei uns im Volk sagt, geheiratet. Also wenn man dann längere Zeit mit einem anderen weg ist, dann wird man verheiratet. Das ist keine kirchliche Trauung oder so, sondern es wird offiziell dann halt zugegeben, dass man sagt, das ist ein Ehepaar. Und dann dauert es noch eine Weile, bis wir dann auch wieder zurück konnten in meine Familie. Und meine Eltern sie auch kennengelernt und dann fing langsam ein relativ normales Leben an. Und dann kam auch schon langsam unsere erste Tochter, ne? Ja. Mit 20 kam dann unsere erste Tochter, die Joanna. Und ich habe angefangen dann auch zu arbeiten. Ich habe vorher halt mein Geld nicht so wirklich legal verdient. Bei mir war das so, es muss nicht überall, bei allen Sinti so sein, bei mir war es so. Und ich musste dann langsam lernen, ganz normal ins Berufsleben einzutauchen und mich einem Arbeitgeber unterzuordnen. Vorher ist man so immer so eine Art selbstständig. Und das war auch herausfordernd, muss ich sagen. Aber aufgrund des Themas von heute, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, dass unsere Beziehung doch immer so der Kern von unserem Leben war, das Miteinander, dass wir zusammen waren. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun gehabt, dass wir halt so eine schwierige Anfangsphase hatten. Das war uns das Wichtigste.
dass wir zusammen sind und zusammen durchs Leben gehen. Mhm. Und ja. Ihr hattet ja am Anfang auch beide überhaupt keinen christlichen Hintergrund. Mhm. Anthony hat sich zuerst bekehrt, das weiß ich. Willst du vielleicht mal ein bisschen darüber zu sprechen kommen? Mhm. Oder wolltest du noch mal ein paar andere Dinge sagen zur Familie oder zur Ehe? Nee, das lief eigentlich dann die Zeit so weiter, was ich gesagt habe. Ja, zur Bekehrung, also dass ich Gott gefunden habe, da hat eine Person eine sehr große Rolle gespielt. Das war damals mein bester Freund, der Marcel. Und wir sind ähnlich aufgewachsen, aus einem ähnlichen Hintergrund und auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Und er hat sich bekehrt, habe ich gehört. Wir hatten zu der Zeit nicht so engen Kontakt. Und dann habe ich ihn wieder getroffen, er ist nach Köln gezogen. Und er war nicht mehr derselbe Mensch. Das war einfach ein anderer Mensch. Der hatte so eine große Freude, der hatte so einen Frieden. Das war das, was er ausgestrahlt hat. Und das war halt ganz anders. Er war vorher auch so wie ich halt. Viel Stress und Themen im Leben, die nicht gut waren. Dinge, mit denen er sich beschäftigte, die nicht gut waren. Und plötzlich war da ein anderer Mensch von innen heraus. Und das hatte mich total neugierig gemacht. Ja, ohne zu viel vorwegzugreifen. Aber zu der Zeit gab es natürlich schon eine große Krise, auch in meinem Leben und in unserer Ehe. Und bei ihm hatte ich irgendwie was gesehen, was mich total angezogen hat. Der strahlte so eine Hoffnung aus und die fehlte mir in meinem Leben, absolut. Dann habe ich ihn viel gefragt über Jesus und über die Hölle und ich bin doch ein guter Mensch und all solche Sachen. Und habe versucht, irgendwie rauszufinden, was ist da bei dem passiert, was ist da los. Und ich schöpfte aber große Hoffnung. Ich selbst war zu dem Zeitpunkt, das muss man dazu sagen, völlig am Ende. Hm. Ich hatte angefangen, Drogen zu nehmen. Es gab in mir wirklich eine riesen Finsternis. Es ist immer dunkler geworden in meinem Leben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt Riesenprobleme mit Pornografie. Es hat sehr, sehr früh angefangen. Ich glaube 9 Jahre oder so war ich. Da habe ich zum ersten Mal so ein Buch gefunden, so ein künstlerisches Buch. Das war aber pornografisch. Und das hatte damals schon irgendwie das war ein tiefes, einschneidendes Erlebnis. Mhm. Und da fing ein Prozess an in meinem Leben, wo ich mehr und mehr gemerkt habe, dass mir das gewaltig was gibt. Ich habe meine Freundschaften vernachlässigt. Und dann später auch, als wir zusammen waren, fokussierte sich immer alles mehr und mehr auf dieses Thema. Und dadurch wurde es immer dunkler. Mhm. Es wurde immer dunkler in meinem Leben. Es blieb aber nicht bei der Pornografie. Es kam dann auch tatsächlich dann auch zu einem Ehebruch. Und das waren alles Themen, die mein Leben immer dunkler machen. Mhm. Und ich sah ihn und er war völlig anders. Ich empfand ihn als völlig frei, ich fand ihn im Licht stehend und ich merkte, in meinem Leben ist es total dunkel. Und nach einem Jahr ungefähr ist er weggezogen nach Essen, um da Gemeinde zu gründen. Das wusste ich aber nicht. Ich habe nur halt mitbekommen, dass er weggezogen ist und ich war sehr, sehr traurig. Weil damit war für mich auch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung weg. Auf jeden Fall, ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen. Der Punkt war dann der, wir hatten uns wieder getroffen auf einer Beerdigung und er hat mir eine Predigt gegeben auf einer CD. Und im Auto auf der Rückfahrt habe ich diese Predigt gehört und in dieser Predigt sprach der Prediger von Apostelgeschichte 26, 18. Und da geht es darum, sich abzuwenden von der Finsternis und hinzuwenden zum Licht. Und im Auto merkte ich, dass Gott zu mir redet. Wow. Ich habe geweint, trotz dem Wasser und ich merkte einfach, da ist was. Da ist jemand, der zu mir spricht und die Predigt war so auf mich zugeschnitten. Und ein paar Tage später ruft mich dann mein Cousin an und fragt mich, ob ich die Predigt gehört habe. Und er hat sich total darüber gefreut, was ich ihm erzählt habe. Damals habe ich das noch nicht verstanden. Und dann lud er mich ein zu einem Gottesdienst nach Essen und ich war offen. Ich war selber am Abgrund. Ich war fix und fertig. Ich wusste nicht mehr, wie ich irgendwie aus dieser Dunkelheit rauskomme. Und ich habe gesagt, ja klar, ich komme gerne. Und wir sind dann hingefahren zu dem Gottesdienst. Und nach der Predigt, also während der Predigt, habe ich irgendwie gemerkt, so, es geht immer mehr zum Schluss zu und ich habe Angst bekommen. Weil ich dachte, ich bin doch jetzt hierher gefahren, jetzt muss doch irgendwas passieren. Irgendwas muss doch Gott jetzt machen. Ich will nicht so zurückfahren, wie ich gekommen bin. Und zum Schluss, am Ende der Predigt, fragt der Prediger mich, ob er mir was sagen darf. Er hat den Eindruck, dass Gott mir was sagen möchte. Und ich sage, ja klar. Und er sagt zu mir, ich sehe dich auf einer großen, breiten Straße, auf der du gerade gehst. Und irgendwann stehst du vor einem riesengroßen, vor einer riesengroßen Straßensperre. Das ist das Kreuz, an dem Jesus Christus starb. Und da musst du dich entscheiden, ob du dich abwendest von der Finsternis und hinwendest zum Licht. Die gleichen Worte benutzt. Wie in der Predigt. Wie in der Predigt, genau. Und da wusste ich, es gibt Gott. Ich wusste, ja. Er redet zu mir. Und so an dem Abend habe ich Buße getan, um Vergebung gebeten.
Und habe auch wirklich gemerkt an dem Abend, dass Gott mir vergeben hat. Ich hatte das Gefühl, als ob diese ganze Last an Schuld und Sünde, die ich in meinem Leben getan habe, all das, was ich anderen Menschen angetan habe, was ich meiner Frau angetan hatte, dass Gott mir zusprach, ich vergib dir das alles. Mhm. Und das löste sich von mir. Mhm. Jetzt möchte ich mal bei Angela weitermachen. Also vielleicht erstmal auch noch, fangen wir bei dir nochmal so ein bisschen am Anfang an. Willst du auch ein paar Takte einfach zu deinem Hintergrund sagen und dann gerne auch zu der Situation? Ich glaube, deine Bekehrungsgeschichte könnte man da dann weiterführen. Genau. Genau. Ja, das, ich muss auch was aus meinem von vorher erzählen. Ja. Genau, ich bin in einer nicht-christlichen Familie groß geworden. Bin evangelisch als Baby getauft. Okay. Bin zur Konfirmation gegangen und fand das aber immer alles, also irgendwas hat mich immer zur Kirche gezogen. Ich habe das nie verstanden, aber man erzählt das ja nicht, das ist ja peinlich. Also man geht zur Konfirmation, damit man Geld bekommt und nicht, weil man an irgendwas glaubt. Ich habe aber Gott sei Dank eine ganz tolle Religionslehrerin gehabt in der Grundschule. Ist mir nachher erst bewusst geworden tatsächlich, die uns immer von Jesus erzählt hat und von seinem von dem Weg nach Golgatha. Und wir mussten immer Bilder ausmalen. Mhm. Und ich fand das ganz toll als Kind und Psalme auswendig lernen. Psalm 23 ist seit der ersten Klasse mein Lieblingspsalm, haben wir auch auswendig gelernt. Aber man wusste nicht, also ich habe nie was von Bekehrung gehört oder ja, dass man umkehren muss, dass man Buße tut, sondern ich bin ja als Baby getauft, also bin ich Christ und ich gehe zur Konfirmation. Warum, weiß ich nicht, man macht das. Mhm. Und dann verlief sich das natürlich so, man wurde älter. Ich weiß noch, dass ich als Kind gebetet habe, wenn ich Angst hatte oder schlimme Sachen irgendwie um mich rum waren. Aber das lief irgendwie so nebenbei eher. Genau, dann bin ich in die weiterführende ich bin dann auf die Gesamtschule gekommen, bin dann in die Oberstufe gekommen und habe da Anthony dann getroffen. Mhm. Genau, beide 17. Ich steckte auch gerade in einer Beziehung, die nicht so toll war und hatte aber eigentlich schon so gedacht, so ja, das war es jetzt dann so im Leben. Mach meine Ausbildung, studiere und ja, habe dann Anthony kennengelernt. Und habe mein ganzes Leben eigentlich komplett umgeschmissen. Komme aus einem sehr, ja, ich denke, sehr bürgerlichen Umfeld. Für mich stand fest, Schule, Abi, studieren und irgendwann eine unabhängige junge Frau werden und Geld verdienen und dann vielleicht irgendwann heiraten und Kinder bekommen. Habe aber immer schon davon geträumt, so als junges Mädel mit den Barbies gespielt und so 50er, 60er Jahre Hausfrau und das war immer mein Traum. Ja, ja. Aber war ja nur ein Traum, das geht ja nicht. Und dann lernte ich meinen Mann kennen und der war so völlig anders. Da gab es keine, für mich damals also aufregend und unvorstellbar, so Ausbildung oder so war da, gab es halt nicht so. Und ich habe mich dann einfach so mitziehen lassen. Wir haben uns ineinander verliebt und ich habe einfach alles losgelassen. Ich habe die Schule abgebrochen. Wir sind zu meiner Tante nach Mainz durchgebrannt, weil seine Familie das alles nicht so toll fand. Meine Familie war eher so ein bisschen ärgerlich und hat das alles nicht verstanden. Dann haben wir uns unsere erste Wohnung genommen. Ich wurde dann schwanger und dann haben meine Schwiegereltern gesagt, ja gut, dann bringen sie jetzt mit. Es ist ja ein Kind unterwegs. Mhm. Genau, und also vorher war da noch kein großer Kontakt, das kam dann mit der Schwangerschaft quasi. Okay. Genau, so nach dem Motto, jetzt können wir ja nichts mehr, ändern. Okay. Genau, und dann fing erstmal so normal, wie das halt so ist. Man lernt die Familie kennen, das Kind kommt. Und dann war aber immer schon so ein bisschen das Thema Pornografie und weiß ich nicht, Kalender, Zeitschriften, aber in der Welt war das halt so, wenn du das als Frau nicht akzeptiert hast, dann warst du halt so ein bisschen frigide oder so. Und deswegen hat man das so als selbstbewusste junge Frau ein Stück weit immer toleriert. Es war nichts, was jetzt unser Umfeld nicht auch, da wurde drüber gesprochen und das war alles völlig in Ordnung. Und es war
es war ein Stück weit normal. Hm. Und deswegen habe ich da auch nie so ein Problem drin gesehen, weil mein Mann liebt ja mich und das andere ist halt, ne, wir stammen ja vom Affen ab und der Mann muss ja so ungefähr. Genau, und dann spitzte sich das aber zu, dass er mir auch gestanden hat, dass er tatsächlich Ehebruch begangen hat. Wir haben darüber gesprochen und ich habe es ihm verziehen. Da war unsere Älteste gerade anderthalb, zwei Jahre, knapp zwei. Und dann ging das halt so weiter und ich habe geglaubt, ich habe vertraut. Natürlich kriegt man das am Rande mit, man möchte das aber nicht wahrhaben und verdrängt das ganz viel. Dann kam unsere zweite Tochter und dann kam ein einschneidendes Erlebnis. Dann sind wir umgezogen. Unsere Jüngste war damals zwei und dann habe ich mir gesagt, so, das ist jetzt ein Umzug und da sette ich für mich alles. Und jetzt gebe ich ihm noch die letzte Chance und wenn das nicht ist, dann schaffe ich es auch nicht mehr. Ich habe die Kraft. Ich finde die Kraft einfach nicht mehr. Und dann zu der Zeit war das halt, dass Marcel viel mit ihm geredet hat und ihm vom Glauben erzählt hat. Da ich das aber nie gehört habe, habe ich immer gedacht, das ist eine Sekte. Bekehren habe ich nie gehört. Und ich habe teilweise die Bibel gelesen gehabt in kleinen Abschnitten und ich habe da nie was von gehört. Und dann habe ich immer gedacht, nee, ne? Und genau, dann sind wir im April in diese Wohnung gezogen und im Oktober sagte er mir dann, du, ich gehe mal danach essen. Zu dieser Gemeinde. Und dann habe ich nur gesagt, boah, bekehr dich bloß nicht, das ist eine Sekte, die wollen dir nur das Geld aus der Tasche ziehen. Wow. Das war so. Ja, an dem Abend, wo ich fahren wollte. Genau, und dann ist er gefahren und kommt dann wieder irgendwann um eins, es war spät, es war irgendwie um acht Gemeinde, sieben, acht Uhr war Gemeinde. Mittwochs war das, ja, genau, es war Mittwoch, die hatten zweimal in der Woche, hatten die kleine Gemeinde Mittwoch und Samstag war dann die große Versammlung. Und dann kam er nach Hause irgendwann um eins, ich lag im Schlafzimmer, habe was gelesen und er guckt so rein und ich wusste, da ist irgendwas passiert. Und ich habe nur gesagt, nein, du hast dich bekehrt. Und dann ist er erstmal auf die Knie und hat sich entschuldigt und hat geweint und hat gesagt, dass er mich jetzt erst richtig liebt. Und das fand ich nicht so toll, dass er das so gesagt hat. Natürlich im Nachhinein verstehe ich das, aber in dem Moment war ich einfach nur wütend, weil ich als Kind diesen Glauben hatte, als Jugendliche noch diesen Glauben hatte und so im Laufe unserer Beziehung dieses bisschen, was ich an Glauben hatte, an Gott, einfach total verloren habe, weil ich gesagt habe, wenn mir sowas passiert, dann kann es keinen Gott geben. Und plötzlich kommt er rein, der mir das angetan hat und sagt, er hat Gott gefunden. Und da war ich total sauer drüber. Und habe ihm dann drei Tage wirklich Zunder. Also ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben und habe ihn weggeschubst und so. Und er war dann derjenige, der gesucht hat und Kontakt wollte. Und ich habe gesagt, nein, lass mich. Und bin dann Freitag auf dem Balkon, das kann ich noch so genau sagen, weil ich weiß, dass Samstag die Gemeinde war, und habe meine Konfirmationsbibel aus dem Keller gekramt. Weil immer so gesagt wurde, Gott redet in seinem Wort. Amen, Und ich habe immer gedacht, was soll Gott mir jetzt sagen? Und dann habe ich gesagt, aber ich probiere es. Habe meine Konfirmationsbibel hochgeholt, habe die ich habe damals noch geraucht, ich habe draußen auf dem Balkon geraucht, habe die dann so versteckt, dass er das nicht sieht, habe die dann rausgeholt, habe aufgeschlagen und habe aufgeschlagen Matthäus 7,7. Denn wer unter euch, wenn sein Kind ihm um ein Brot bittet, wird ihm einen Stein geben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Hab das aber überhaupt nicht verstanden. Hab die Bibel zugeklappt, hingelegt, bin rein und hab gesagt, gut, ich gehe morgen mit zu dieser Gemeinde da. Aber es soll mich niemand ansprechen, weil er wurde ja richtig persönlich angesprochen. Die sollen mich bloß alle in Ruhe lassen. Ich komme nur mit und höre mir das an. Er wusste ja nicht, dass ich das gelesen habe. Na, so sind wir dann am nächsten Tag nach Essen gefahren, zu dieser Gemeinde. Und habe mich hingesetzt und habe wirklich gesagt, okay, Gott, wenn es dich gibt, ich gebe dir jetzt eine Chance, völlig. Menschliche Perspektive. Genau. Dann musst du aber jetzt zu mir reden, weil sonst ist das ja alles Humbug. So. Und dann habe ich da gesessen und das war halt eine Sinti- und Roma-Gemeinde, sehr lebendig, sehr viel Lobpreis, sehr lange.
Und ich habe dem Prediger wirklich zugehört, ich habe mich nicht ablenken lassen. Der Raum wurde immer voller. Und ich habe nichts verstanden von dem, was der Mann da vorne gesagt hat. Und zum Ende hin hat er dann gesagt, also war wirklich, man merkte, er wurde jetzt langsam fertig. Und ich habe gesessen und habe gesagt, das kann es nicht gewesen sein, das ist das so. Und dann hat er gesagt, so, wir können jetzt aufstehen. Da wird noch ein Lied gesungen. Und habe ich nur gedacht, super, kann ich aufstehen, weil ich war so nervös zu der Zeit. Und mit einem Mal sagte er diese Worte, die ich einen Tag vorher in der Bibel gelesen habe. Aber das, nur dieses habe ich noch im Kopf. Und das habe ich auch so plötzlich, als wenn mein Gehirn anfängt zu arbeiten, sagt er, denn wer anklopft, dem wird aufgetan und wer sucht, der wird finden. Und in dem Moment verstehe ich das so und denkst so, ja, du bist ja auf der Suche. Und dann standen die auf zum Singen, zum Klatschen und man bewegte sich da halt auch. Und ich denke nur so, wow, super. Aber ich habe es nicht hochgeschafft. Ich bin runter auf die Knie, ich habe geweint. Ich weiß nicht, warum. In dem Moment konnte ich das nicht sagen. Eine Freundin ist dann mit mir nach vorne gegangen, weil ich mich nicht getraut habe. Und was dann später rauskam, es war Erweckung zu der Zeit. Es waren, ich glaube, der halbe Saal kam dann nach vorne damals. Ich war die Erste, die vorne stand. Man muss dazu sagen, ich hatte mit seinem Volk nie viel zu tun, nie viel Sympathien. Mhm. Und das war für mich schon krass, sich da vorne hinzustellen. Das war ein Wunder. Ich habe einfach gesagt, Herr, du musst mir da helfen. Wenn es dich gibt, dann musst du mich nach vorne führen. Und ich stand dann da tatsächlich, habe mit dem Pastor da ein Übergabegebet gesprochen und bin dann erstmal raus danach, ja, nachdem wir dann geheult haben, bin dann erstmal raus und war fix und fertig. Und auf dem Weg nach Hause, die Stunde, ist mir so viel bewusst geworden, wo Gott zu mir gesprochen hat. Und boah, ich habe nur gesprochen, die ganze Stunde über. Und dann ging es dann weiter in unserem Leben, im Christen. Dann sind wir zur Gemeinde da gefahren. Hast du das schon weiter erzählt? Ne, bis dahin sind wir, glaube ich, gekommen. Okay. Genau. Ich habe es kurz gemacht. Ja, sehr gut. Es ist sehr bewegend. Unglaublich. Eigentlich gibt es da Parallelen. Du hattest vorher diesen Bibelvers in der Predigt und dann verwendet der Prediger den und bei dir das persönliche Bibellesen aus Matthäus 7 und genau das wird zitiert. Mhm. Wie wunderbar, dass Gott euch so gerufen hat, seine Nachfolge. Ja, danach ging das Leben für euch als Christen gemeinsam weiter und ihr habt sehr, sehr viele schöne Zeiten mit dem Herrn erlebt. Mhm. Ihr wart im Dienst und wir könnten sehr, sehr viel darüber sprechen. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir gerade aufgrund des heutigen Themas nochmal in die etwas schwierigen Phasen hineinnehmen, um am Ende dann heute auch über Heilung zu sprechen und wie Gott letztendlich da Heilung geschenkt hat. Es war ja, wenn ich mich richtig erinnere, nicht ganz so, dass dann mit der Bekehrung das Thema so völlig vom Tisch war. Mhm. Vielleicht fangen wir jetzt erstmal an, das Thema, du hast beide Themen im Prinzip schon erwähnt, Anthony und auch Angela, dass das in eurer Ehe bei Anthony eben der Fall war, dass der Pornokonsum da war, aber dass er dir, Angela, dann auch fremdgegangen ist. Das war vor der Bekehrung. Wie ging es danach weiter, wenn wir uns jetzt mal auf das Thema Pornografie erstmal beschränken? Willst du da vielleicht nochmal so ein bisschen ausführlicher mit hineingehen, wie, du hast gerade schon ein bisschen erwähnt, dass es mit 9 anfing, also sehr, sehr früh. Mhm. Ja, nimm uns da einfach mal mit hinein. Wie hat sich das Thema bei dir entwickelt? Wie hast du es in die Ehe reingenommen? Und wie ging es nach der Bekehrung weiter? Bis wie lange hat sich das Thema gezogen? Ja, also das war wirklich eine Sache, die mich mehr und mehr gefangen genommen hat. Das muss man so sagen. Ich habe vorhin gesagt, es gab dann Zeiten, da wollten meine Freunde mich zum Skaten oder zum Basketballspielen abholen. Und ich wusste, meine Eltern fahren 2 Stunden weg. Ich bin alleine zu Hause. Mhm. Und ich blieb zu Hause. Also es war eine Sache, die wirklich das zentrale Thema in meinem Leben war. Und da war ich Teenager. Dann hatte ich auch Freunde, die ins Bordell gefahren sind, mich mitgenommen haben. Und ich war noch gar nicht 18 und solche Themen. Also es gab viele, viele Punkte, wo ich mit dem Thema Prostitution einfach schwimmend in Kontakt kam. Und das hat einfach einen riesen Impact auf meinen innerlichen Zustand gehabt. Das hat mich total ergriffen. Und dann kam die Bekehrung und ich muss sagen, nach der Bekehrung waren von heute auf morgen viele Sachen klar, wo ich wirklich wusste, das ist absolute Finsternis, es hat nichts im Leben eines Menschen zu suchen, das macht dich kaputt und dein Umfeld, es verunehrt Gott, das war mir völlig bewusst, sofort. Und es ging dann auch eine Zeit lang gut,
so ungefähr ein Jahr, circa ein Jahr ging auch alles gut, aber dann kam das wieder zurück. Ich hatte mir einen Computer geholt und mit dem Computer verschiedene Sachen gemacht. Und durch den Computer kam ich dann wieder in Kontakt mit Pornografie. Hm. Und obwohl ich wusste, dass das alles zerstörerisch ist, dass es so viel kaputt gemacht hat und so viel kaputt machen kann, fing ich wieder an, irgendwie mein Leben damit, ja im wahrsten Sinne des Wortes, zu befriedigen. Dass ich mir daraus was gezogen habe, um mir selber etwas, ja, wie soll man es sagen, emotional, das hat eine sehr große Gefühlsebene auch gehabt. Hm. Aber von Anfang an hatte das auch den Beigeschmack von, dort wirst du wirklich geachtet. Das ist wirklich etwas, wo du derjenige bist, um den sich alles dreht, wo du im Mittelpunkt stehst. Ja, das schwang schon immer mit. Das hatte ich nicht so bewusst wahrgenommen, aber das war auf jeden Fall ein Punkt, der eine Rolle gespielt hat. Und dann kam es immer mehr dazu, dass das einen größeren Raum in meinem Leben eingenommen hatte. Jetzt muss ich dazu sagen, in den Gemeinden, in denen wir waren, war es so, es gab keine Seelsorge. Vor allen Dingen nicht für das Thema. Das war absolutes Tabu. Und ich hatte das bei mehreren Momenten angesprochen mit einem Pastor und gesagt, ich habe dort Probleme. Aber ich merkte sofort, die haben keine Ahnung davon. Hm. Das ist ein Tabuthema in unserem Volk und auch in der Gemeinde leider. Und so stieg dadurch auch noch die Verzweiflung, was machen wir jetzt? Und dann kamen verschiedene Punkte noch, die eine Rolle gespielt haben. Wir merkten, dass leider auch eine sehr, sehr starke theologische Schieflage da war. Und so fing ich an zu suchen nach Hilfe. Dann haben wir die Gemeinde gewechselt, sind in eine deutsche Gemeinde gekommen, die aber noch aus der gleichen Denomination war. Und dort fing auch schon mal ein Prozess an. Dort habe ich dann Seelsorge angefangen mit dem Pastor zu haben. Und wir haben offen über das Thema gesprochen. Und der Ansatz, der da war, hat auch ein Stück weit geholfen. Aber auch aufgrund dessen, dass in der Gemeinde, in der Denomination starke theologische Abweichungen sind von der Schrift, kam ich irgendwann nicht mehr weiter. Mhm. Und da haben wir uns dann ausgestreckt, oder Gott hat in unser Leben halt reformierte Theologie gebracht. Ja? Textauslegungspredigten, das kannte ich von vorher gar nicht. Dass man Vers für Vers durchgeht. Und das brachte eine ganz neue Dimension auch von Glauben. Da waren viele Punkte, über die wir nie was gehört haben. Und so kamen wir nach Ostheim in die evangelische Freikirche. Und da war es auch so, da haben wir uns ja relativ schnell kennengelernt, das spielt ja auch eine Rolle. Und da war eine Zeit, wo ich auch gedient habe. Ja, ich hatte auf der einen Seite hatte ich diese Finsternis, diese Dinge, wo ich immer wieder da reingefallen bin in Pornografie. Und auf der anderen Seite habe ich evangelisiert, habe einen Büchertisch gemacht und so. Und irgendwann, weil sich bei uns eine Freundschaft ergeben hat, habe ich gesagt, ich muss dem das sagen. Ja, da kam ich halt dann zu dir und habe auch gesagt, André, du, ich muss dir was sagen, es ist nicht alles Gold bei mir, ich habe damit und damit Probleme. Mhm. Und da fing dann auch ein Seelsorgerprozess hier an. Mhm. Ich meine, das ist jetzt über 12 Jahre her. Mhm. Also ich rede hier von einem wirklich, wirklich langen Prozess. Mhm. Und innerhalb dieses Prozesses gab es immer wieder Punkte, die sehr heftig waren, wo krasse Sachen passiert sind. Also ich bin meiner Frau auch als Christ fremdgegangen. Es blieb nicht nur bei der Pornografie. Mhm. Auch da gab es das Thema Bordell. Mhm. Willst du sagen, wenn ich da mal reingrätschen darf, hat die Pornografie den Bordellbesuch und das tatsächliche Fremdgehen mit einer anderen Frau begünstigt? Würdest du sagen, dass es da schon, dass wenn man so stark in der Pornografie drinsteckt, dass dann der Schritt zum tatsächlichen Ehebruch, Pornografie ist auch ein Ehebruch, mhm. ja, aber du weißt, wie ich das meine, eben mit einer Frau im Sinne von eines persönlichen Treffens, würdest du sagen, dass sich das schon begünstigt, dass der Schritt dann leichter ist? Definitiv, also auf jeden Fall. Du bist einfach abgestumpft für das ganze Thema. Also bei mir war es so, dass das schwimmend war. Mhm. Es ist ja auch so, dass man immer tiefer da hineingeht. Man braucht immer mehr. Es ist wie eine Droge. Also ich empfinde das so, dass es wirklich wie eine Droge ist, wo du immer mehr brauchst. Die Dosis muss immer größer werden, immer andere und heftigere Sachen. Mhm. Und wenn sich dann Gelegenheiten ergeben, dann ist der Schritt dahin viel einfacher. Mhm. Weil du eigentlich schon in diesem Fahrwasser die ganze Zeit drin bist. Das macht ja auch was mit der Beziehung. Also unsere Beziehung zu der Zeit wurde dann auch immer schwieriger. Da würde ich gleich nochmal drüber reden wollen, mit Angela auch. Ja. Ja.
auf jeden Fall, und da fing halt dann nochmal ein ganz anderer Prozess auf jeden Fall an, in der ich auch dann Hilfe gesucht habe. Aber in der Zeit, in der Phase, ich steckte tief da drin. Ich merkte, wie gefangen ich da drin bin. Ich habe manchmal Rotz und Wasser geheult, weil ich es nicht verstanden habe. Wie kann ich mich damit füllen und so viel da rausziehen und auf der anderen Seite so ein Herz dafür zu haben, zum Beispiel mit Menschen über das Evangelium zu reden und auch Gott zu lieben. Mhm. Und dieses Spannungsfeld, das war für mich so absolut unverständlich. Ja. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Wie geht das? Wie kann man so tief da drin stecken? Eine große Zerrissenheit. Absolut. Ja. Absolut. Ja. In eurer Lebensgeschichte sind diese beiden Themen, Pornografie und Ehebruch, sehr stark miteinander verbunden. Ich würde das jetzt nicht künstlich, aber doch so ein bisschen, gerade auch für die Zuhörer, vielleicht ein Stück weit trennen nochmal, weil sich manch ein Zuschauer vielleicht mit dem Thema Pornografie besonders identifiziert und das ist ein Thema in der Ehe, aber Ehebruch nicht. Oder dann auch vielleicht manch ein Zuschauer, wo das Thema Ehebruch und Affäre gerade besonders, besonders aktuell ist. Bleiben wir mal beim Thema Pornografie noch für einen Moment und gehen dann gleich nochmal zum Ehebruch. Angela, was hat das mit dir gemacht? Das ist ja etwas, was jahrelang, vielleicht Jahrzehnte oder auf jeden Fall mehrere Jahre eure Ehe begleitet hat. Ein bisschen was hast du gerade schon gesagt, ja, dass du da auch angefangen hast, Gott zu hinterfragen vor deiner Bekehrung, beziehungsweise dir die Frage zu stellen, warum lässt Gott sowas zu? Würdest du mal einfach so grob zusammengefasst, jetzt rückblickend, diese Jahre beschreiben für uns, was macht das mit einer Frau, wo der Mann ja immer wieder entweder gesteht oder die es rausfindet, dass der Mann in der Pornografie feststeckt. Was macht das mit dir persönlich und was hat es mit eurer Ehe aus deiner Sicht gemacht? Ja, wie gesagt, in der Welt hat das keine Rolle gespielt oder man hat sich eingeredet, es spielt keine Rolle, weil das in Ordnung ist. Hm. Dann, wie Anthony schon gesagt hat, so das erste Jahr, als wir uns bekehrt haben, wir sind mit dem Herrn gegangen, wir haben alles gemacht, wir waren nur am Dienen. Und dann merkte ich irgendwann wieder eine Veränderung bei ihm. Wollte es aber auch ein Stück weit nicht wahrhaben, weil ich eigentlich gedacht habe, wir gehen jetzt mit Gott und das geht ja jetzt nicht, das kann ja nicht sein. Wenn ich es dann angesprochen habe, teilweise ist er richtig sauer geworden. Dann war ich eigentlich so teilweise die Böse, das so... ich habe dann teilweise die Augen verschlossen, weil ich es nicht wollte. Mhm. Ich wollte es nicht wahrhaben. Vielleicht auch als Selbstschutz? Auf jeden Fall, total. Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ich habe mich nie ungeliebt von ihm gefühlt. Ich habe mich nie unbegehrt gefühlt. Ich wusste, egal wo, egal wann, mein Mann hat immer hinter mir gestanden. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, die Hoffnung nicht aufzugeben, weil ich nie, also ich dachte nie, ob es nach einem Ehebruch war, ob es nach einer Beichte war, Pornokonsum. Ich habe nie gestanden und habe gedacht, das hat alles keinen Sinn mehr oder er liebt mich nicht. Und das hat mich immer sehr festgehalten an unserer Beziehung. Also egal, wie viele Fehler er gemacht hat, ich wusste immer, ich kann mich auf ihn verlassen. Von Anfang an. Das war bei seinen Eltern so, das war bei seinem Volk so am Anfang, wo es doch sehr heftig war, vor Freunden. Und das hat erstmal so ein festes Fundament für unsere Beziehung auf jeden Fall gegeben. Auf ihn verlassen, meinst du dann auf anderen Gebieten? Genau. Ja. Genau. Und deswegen habe ich so weit, wie es mir möglich war, von mir ferngehalten, auch zum Schutz für die Kinder, die, glaube ich, nie irgendwas mitbekommen haben.
meine Töchter sind heute erwachsen. Ich habe mal gefragt, ob sie irgendwann mal Angst hatten, dass wir uns trennen oder so. Mhm. Und sie haben immer gesagt, nein, für uns stand das immer felsenfest, dass ihr zusammen seid. Und das war für mich immer sehr wichtig, das von den Kindern fernzuhalten. Mhm. Deswegen bin ich auch immer weitergegangen. Genau, und er hat auch immer wieder bekannt. Mhm. Er kam immer wieder. Es gab eine Zeit, wo ich mir wirklich gedacht habe, behalt's für dich. Mhm. Weil ich einfach, ich kann nicht mehr. Und ja. Er hat ja dann auch Hilfe hier in der Gemeinde gesucht, gefunden. Gott sei Dank, das waren immer wieder Hoffnungsschübe, die ich auch hatte, wo sich auch teilweise dann Dinge verändert haben für eine gewisse Zeit. Mhm. Also gab es da immer wieder diese Hoffnungsmomente, die dann aber auch wieder enttäuscht wurden nach einer gewissen Zeit. Und so hat sich das dann wahrscheinlich häufig zwischen Hoffnung und Enttäuschung, dieser ganze Kampf auch gezogen. Genau. Ja. Ja, willst du weitermachen, oder? Ich muss sagen, ich bin am Anfang damit nicht zu Gott gegangen. Mhm. Ich glaube, ja, weil ich irgendwie gedacht habe, er sieht's ja, und habe das so mit mir selber rumgetragen. Bis zu einem gewissen Punkt dann, das war vor ein paar Jahren, das war so dann der Höhepunkt, wo er mir dann tatsächlich Ehebruch wieder eingestanden hat. Mhm. Und ich in dem Moment, kann ich es nicht anders beschreiben, als Wenn man drüber spricht, kommen die Erinnerungen auch wieder. Ne? Ja. Obwohl Heilung da ist. Aber Gott hat mein Herz in dem Moment gehalten. Und ich habe das Gefühl gehabt, er sagt das zwar alles, aber es geht nicht an mein Herz. Und ich habe mich so, egal wie schlimm das war, aber ich habe mich so getragen gefühlt in dem Moment. Amen. Es hat weh getan, aber es ist kein Loch unter mir aufgegangen, sondern ich habe mich so umarmt gefühlt. Und so, ich erkläre das immer, wie in so einer Kugel war ich irgendwie drin und er stand außen und ich war in dieser Kugel und Gott hat mich gehalten, Gott hat mein Herz festgehalten. Ich hatte wirklich bildlich das Gefühl, dass mein Herz zerspringen will, aber Gott hält seine Hand so darüber und das war so ein Bild, was ich in dem Moment wirklich im Kopf hatte. Hm. Und ich konnte es vergeben. Wow. Also ziemlich schnell. Ich muss wirklich sagen, das war für mich selber, okay, wir gucken jetzt nach vorne. Ich weiß, du kriegst so viel Hilfe hier in der Gemeinde. Es haben sich so viele Brüder für meinen Mann eingesetzt. Die Ältesten alle, ich glaube, die ganze Ältestenschaft war teilweise mit meinem Mann beschäftigt. Und das hat mir einfach so einen Mut gegeben. Und ich habe gesagt, okay, das ist jetzt Vergangenheit und jetzt geht's weiter voran. Gott ist da und ja, wir schaffen das, wir machen das. Und ja. In dieser heftigen Phase, die dann wirklich sich extrem zugespitzt hat, kam dann für mich der Moment, wo ich festgestellt habe, du musst dir das sagen. Mhm. Du kannst das nicht im Verborgenen lassen. Das wuchert wie eine Eiterwunde. Und da gab es ein Gebet. Und ich habe gesagt, Herr, ich mach das. Wenn du das willst. Ich hatte den Eindruck von Gott, gedrängt zu sein dazu. Du musst das machen. Und diesen letzten Ehebruch. Genau, das zu bestehen. Weil jetzt schon so viel gelaufen war. Weil wir jetzt schon so lange Christ waren. Ja. Und ich habe dann gebetet, Gott, ich sag das, ich bekenne das. Aber bitte halt ihr Herz fest. Dass ihr Herz nicht bricht. Und wie wir dann später uns ausgetauscht haben und sie mir das gesagt hat, wusste ich, dass er das Gebet wirklich erhört hat. Amen. Ich finde das so bewegend, dass ihr über diese Gedanken sprecht und bezeugt so sehr, was wir für einen Gott haben, einen Heiler. Ja. Und vielleicht machen wir auch einfach beim Thema Heilung weiter. Wie ging es für dich weiter, Angela? Du hast gesagt, du hast Anthony vergeben können. Du
Du hast dich so sehr gehalten gefühlt vom Herrn. Das hat dir die Kraft gegeben, zu vergeben. Jetzt ist es ja so, Vergebung ist eine Entscheidung, aber der Heilungsprozess, der beginnt dann ja oft erst. Willst du uns da nochmal ein bisschen mit hineinnehmen? Wie ging es da für dich weiter? Mhm. Genau. Also ich muss sagen, es gibt für mich einen Unterschied zwischen vergessen und vergeben. Mhm. Dinge kommen hoch. Ja. Auch heute noch. Also es muss nichts passieren. Wir fahren mit dem Auto, ich gucke aus dem Fenster und plötzlich kommen Gedanken und Flashbacks. Und das ist nicht weg. Ja. Das ist da. Aber was für mich wichtig ist, ich denke nicht, ich hole das nicht hoch. Ja. Auch in Streits oder wenn wir eine Diskussion haben oder wir haben uns gestritten und ich bin sauer auf ihn, war das für mich nie ein Thema, Gott sei Dank, diese Sachen wieder hochzuholen. Und ich glaube, das hat auch sehr geholfen, die Beziehung, dass die Beziehung fest blieb, ein Stück weit, also ne, dass da nicht noch mehr passiert ist. Ich hätte ihm Vorwürfe machen können. Mhm. Also teilweise, wenn ich so Gedanken habe oder hatte, hätte ich am liebsten manchmal ihm das gesagt. Aber ich habe gedacht, es bringt keinem was. Es bringt mir nichts. Ich hole es nur wieder hoch für mich. Es bringt ihm nichts. Ihm werde ich sie davor halten. Er kann es nicht rückgängig machen, obwohl ich glaube, dass er es gerne tun würde. Und das hat mir definitiv sehr geholfen. Das ist ja auch das Kennzeichen echter Vergebung. Ich werde diese Sache nicht mehr gegen dich verwenden. Na, ja. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich nie stark gefühlt. Anthony hatte vor 3 oder 4 Jahren hier in der Gemeinde, vor der Gemeindeversammlung, mal die Themen angesprochen, bekannt. Und daraufhin kamen ein paar Schwestern zu mir und haben gesagt, du machst das so toll und du bist so tough und so stark. Und ich hab mich einfach nicht so gefühlt. Weil ich weiß, dass das habe ich nicht, das bin ich nicht, das hat Gott gemacht. Also Gott trägt dadurch, ob man drum bittet oder nicht. Mhm. Gott ist gut und er schenkt einem das, auch wenn man ihm nicht bittet. Aber ich bin sein Kind und er hat mich da wirklich in seiner Güte, bevor ich drum gebeten habe, hat er mich stark gemacht, um das Wort nochmal zu benutzen. Aber ich fühle mich nicht stark und deswegen war es auch eine ganze Zeit ganz schwierig für mich, über das Thema zu sprechen mit betroffenen Frauen. Weil ich immer gedacht habe, ich bin nicht stark, ich bin schwach. Was soll ich den Frauen geben? Ich kann denen nichts geben. Ich habe das als große Stärke empfunden. Ja. Und immer auch, wenn ich über das Thema rede mit anderen Leuten, dann rühme ich sie in den höchsten Tönen. Sie ist für mich eines der größten Zeugnisse, was ich persönlich kenne, für wirkliche Vergebung. Weil das, was sie sagt, das macht sie auch. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo sie mir irgendwas in diese Richtung vorgeworfen hat oder nochmal hochgeholt hat oder ob das überhaupt ein Thema war bei irgendeinem Streit oder irgendeiner Diskussion und auch wie sie mich behandelt hat danach. Sie hat mich wirklich so behandelt, als wäre das nicht passiert. Als hätte ich nicht gegen sie gesündigt. Und das Bild fürs Evangelium. Absolut. Aber das hat unsere Ehe auch wirklich gerettet. Diese Vergebung hat unsere Ehe gerettet. Die wäre auseinandergebrochen. Die wäre kaputt gegangen. Und durch die Vergebung, die sie mir gegeben hat, hat Gott unsere Ehe gerettet. Angela, wie sieht das praktisch aus, wenn Flashbacks hochkommen bei dir? Das heißt, du hast gerade gesagt, ihr fahrt mit dem Auto oder siehst irgendeine Umgebung. Oder es gibt ja viele Assoziationen. Ich teile übrigens total deine Überzeugung, dass Vergeben nicht bedeutet zu vergessen, weil vergessen ist ja immer etwas, ist eigentlich eine Schwäche. Gott vergisst ja auch nicht. Gott entscheidet sich, diese Dinge nicht mehr vorzuholen. Wie machst du das praktisch? Also du merkst, da wollen Gedanken reinkommen, die dich wieder einnehmen. Wie gehst du vor in deinen Gedanken? Manchmal schüttel ich mich und sage,
Also innerlich sage ich eigentlich immer, oh nein, das will ich nicht. Ich will da jetzt nicht drüber nachdenken. Mhm. Und dann, das ist eigentlich das, was ich mache. Mhm. Ich denke bewusst nicht drüber nach. Ich gehe dem Gedanken bewusst nicht nach. Ich habe eine ganze Weile mal gedacht, das kann ein Mensch nicht. Der Gedanke ist da und man verfolgt den so. Und dann hattest du mal eine Predigt darüber gehalten und hast gesagt, dass man das bewusst, dass man bewusst Gedanken, die man hat, bewusst nicht weiterverfolgen kann, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Das ist so bei mir hängen geblieben. Und das ist eigentlich das, was ich mache. Schön. Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Und mich im Gespräch an ihn wenden oder an meine Kinder oder an meine Freundin oder wo auch immer ich in dem Moment bin. Also die Gedanken wieder auf das Gute richten. Ja, genau. Stark. Angela, so stark, dass du uns in den Heilungsprozess mit hineingenommen hast. Da gäbe es sicherlich auch noch mehr zu erzählen. Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Anthony, bei dir war ein Heiligungsprozess. Ich meine, Heiligung betrifft immer auch beide. Aber der Heiligungsprozess bei dir, nimm uns da vielleicht mit hinein. Wie hat Gott dir geholfen, aus diesem immer wiederkehrenden Muster der Pornografie und zwischendurch auch des Ehebruchs? Wie bist du da rausgekommen? Wie hast du Sieg über Sünde erfahren? Also es ist natürlich ein langer Prozess, muss man sagen. Es sind, glaube ich, fast 13, 14 Jahre. Aber die Kernpunkte, also der Anfang war auf jeden Fall, dass ich wirklich Seelsorge bekommen habe, die biblisch fundamentiert war. Dass es wirklich darum ging, was sagt die Bibel über dieses Thema und worum geht es eigentlich bei der ganzen Geschichte? Und da ging es darum, dass ich verstehen musste, dass es hier um Götzendienst geht. Dass es hier um einen Gott geht, den ich anbete, anstatt dem tatsächlichen Gott. Ja. Und das war natürlich ein Prozess, der hat eine Weile gedauert. Warum machst du das? Was suchst du da drin? Was holst du dir davon? Und da kam halt innerhalb des Seelsorgeprozesses mehr und mehr raus, dass es darum geht, dass ich mir Dinge da hole, die ich eigentlich von Gott haben sollte. Zum Beispiel, dass ich was wert bin oder dass ich jemand bin, der Macht hat. Und das waren alle Dinge, die mussten theologisch aufgedröselt werden. Ja? Ich habe meinen Wert in Gott. Ich habe meinen Wert in Christus. Amen. Und ich muss niemand sein. Ich kann demütig sein, ich kann den hinteren Platz nehmen. Das ist voll in Ordnung, weil das Jesus auch gemacht hat. Amen. Weißt du? Ja. Und das war ein Punkt, der halt mehr und mehr durch die Seelsorgegespräche hochkam. Das war ein wichtiger Punkt. Dann Bücher. Da will ich auch die ganz kurz, bevor du dazu kommst, willst du auch noch mal ein bisschen was zu dem Prozess der Gemeindezucht sagen? Ja. Das war ja auch ein Thema. Und das ist mir auch wichtig, dass das mit reingebracht wird, die Rolle der Gemeinde im biblischen Sinne. Vielleicht ein paar Takte dazu und dann kannst du gern zu den Büchern kommen. Also ich habe das wirklich so heilend und auch in der Heiligung mich stärkend erlebt, dass die Gemeindezucht ein Prozess ist, wo dem Hilfesuchenden geholfen wird. Sogar mit dem Schritt, wenn es dann darum geht, aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Ich habe das zu 100% als positiv empfunden. Die Gespräche mit einer Person, die waren hilfreich, auch wenn es manchmal Themen waren, wo ich herausgefordert wurde, nochmal tiefer zu gucken und auch mit Dingen, wo ich die Sünde geliebt habe. Das war ja der Punkt. Natürlich habe ich die Sünde geliebt. Sonst hätte ich das nicht in dem Maße gemacht. Und da wurde auch Klartext manchmal geredet. Dann, wo es dann zum nächsten Schritt kam, dass dann andere mit dazu kamen. Und der nächste Schritt, wo es dann vor die Ältesten kam. Und der letzte Schritt, an dem ich dann angekommen bin, sogar vor der Gemeinde. Und all diese Schritte waren aber alle Schritte, die mir geholfen haben. Wow. Und ich habe mich nie gefühlt wie jemand, auf den die Leute den Finger zeigen und sagen, boah, der Sünder. Nie. Nachdem ich vor der Gemeinde meine Sünde bekannt habe und alles erzählt habe, was passiert war, kamen Leute zu mir und haben mich umarmt und haben gesagt, wir beten für dich und nicht wenige. Dann gab es Momente danach, natürlich, ich weiß nicht, ob es der nächste Gottesdienst danach war oder so, aber ich bin weinend durch die Gemeinde einfach weggelaufen von den Geschwistern und einer hat mich festgehalten und gesagt, Bruder, komm doch her, geh nicht weg. Aber das waren alles Momente, die mir so geholfen haben, mir gezeigt haben, was wirkliche Liebe unter den Geschwistern ist. Die haben mich einfach wirklich geliebt. Und das war für mich ein wichtiger Prozess, der schmerzhaft ist. Auf jeden Fall, es tut weh, wenn du unter einer Runde sitzt von Männern und du merkst einfach, du liebst die Sünde.
Das, mhm. sind Brüder um dich herum, die Jahre in dich investiert haben und du liebst immer noch die Sünde. Das hat wehgetan, festzustellen, wie man selber ist. Aber daraus heraus entstand eine Heilung, ein Heilungsprozess, der mir sehr geholfen hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das hätte passieren können in meinem Fall ohne die Gemeindezucht. Weil die habe ich nötig gehabt. Es gab einen Bruder damals in der Sitzung, das weiß ich noch, der hat, das ist ungewöhnlich, das habe ich so noch nicht erlebt, aber es war etwas, was ich gebraucht habe. Der hat mir ins Gesicht gesagt, wie kannst du das machen? Hast du völlig vergessen, was Jesus für dich gemacht hat? Wie kannst du die Sünde so lieb haben? Und ich sage nicht damit, dass man das immer so machen muss, aber ich habe das an dem Tag hören müssen. Ja? Dann gab es einen anderen Moment, wo ich war unten, ich hatte unten im Keller bei mir so einen Gebetsraum, wo ich mich zurückgezogen habe immer wieder. Und dann habe ich dieses Buch gelesen von Thomas Watson, Die Lehre der Buße. Und da wird die Buße tiefer erklärt, dass das nicht einfach nur ein Bekennen von Sünde ist, sondern es sind verschiedene Schritte. Und ich weiß noch, dass ich nach oben gegangen bin. Ich habe das Cover mir angeguckt von dem Film Die Passion Christi. Und da ist ein Bild von Jesus drauf, wo ihm das Blut das Gesicht drunter läuft. Und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen habe. Ich habe einfach nur geweint. Und mein Sohn kam dann zu mir und hat mich gefragt, was machst du denn? Warum weinst du denn? Und ich habe ihm das Evangelium erzählt in dem Moment. Aber das waren alles so Punkte, wo Gott mir geholfen hat, wo Gott einfach einschlägig mir Sachen gesagt hat über sich und über das Evangelium, die mir geholfen haben. Um auf die Frage zum Schluss zurückzukommen, wie kam ich da raus? Ich musste zwei Dinge feststellen. Dass die Sünde wirklich das macht, was die Bibel sagt. Sie tötet uns, sie raubt dir jegliches Leben, sie saugt dich aus, sie ist ein Lügner, sie betrügt dich. Und das andere musste ich feststellen, wie sehr Gott mich liebt. Wie sehr Gott mich liebt, auch obwohl ich gegen ihn sündige. Und wie sehr er meine Heilung und meine Heiligung möchte für ihn, für seinen Namen. Dass ich wirklich jemand werde, der für ihn lebt und ein Zeugnis für ihn ist. Und da haben sich auch Sachen verändert in meiner stillen Zeit. Wie ich die Bibel lese, wie ich bete, wie ich Zeit mit Gott verbringe. Und das hat sich mehr und mehr darauf ausgerichtet, dass ich mehr und mehr Zeit mit ihm verbringe. Wegen ihm. Es geht um ihn. Ja. Ja. Und das war ein großer Punkt, der wirklich viel verändert hat. Festzustellen, im ganzen Christentum, in meinem Leben geht es um Gott. Ja. Dass ich mich an ihm erfreue, dass ich seine Schönheit sehe, seine Herrlichkeit, seine Größe und Macht. Und dass das in meinem Leben eine praktische Auswirkung hat für mein alltägliches Leben. Und das war, ich könnte jetzt noch viel erzählen, es sind bestimmt noch viele andere Punkte, aber das waren für mich so die Hauptpunkte, die wirklich die Heilung und mich auch im Heiligungsprozess haben wachsen lassen. Den Hass zur Sünde und die Liebe zu Gott. Ja. Diese beiden Punkte so. Genau darum geht's in der echten Buße, die wirklich tiefgründig ist, ne? Das Ganze auf Anbetungsebene zu sehen. Es dreht sich nicht um mich, um meinen Götzen, sondern es geht immer um Gott selbst, um seine Herrlichkeit, um seine Verherrlichung. Das will ich vielleicht noch sagen, das ist, glaube ich, super wichtig. Es gab in dem Seelsorgeprozess eine Zeit, wo ich nicht ehrlich war mit dem Seelsorger. Und das war fatal. Ich habe nicht alles erzählt. Ich habe nicht alle Türen gemacht. Ich habe mir immer so einen Schlupfwinkel aufgehalten. Und da gab es auch einen wichtigen Punkt, den habe ich vergessen zu erzählen, der war super wichtig. Ich hatte von mir immer eigentlich ein gutes Bild als Christ, weil ich viel Bibel gelesen habe, weil ich viel unternommen habe, viel aktiv war und so. Und dann dachte ich von mir selber so, ach, du bist ein guter Christ, trotz all dessen. Komisches Bild. Und es gab einen Moment, wo Gott mir gezeigt hat, wie ich die Sünde festhalte, was ich nie von mir gedacht hätte. Ich hätte immer gedacht, wenn ich sehe, dass es Sünde ist, dann lasse ich das sofort los. Und es gab so einen Moment, wo ich so den Eindruck hatte, so, ich liebe die Sünde und ich will sie gar nicht los. Und das hat mich zutiefst erschrocken über mich selbst. Und das war auch nochmal ein Punkt, wo Gott mir gezeigt hat, hier müssen wir grundlegend was verändern. Ja. Die Liebe zur Sünde, weißt du? Ja, also das Wichtige war, dass ich nur halbherzige Seelsorge mitgemacht habe und das hat gar nichts gebracht. Bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss alles ans Licht bringen. Ja. Nicht ein Krümelchen übrig lassen im Verborgenen. Das gärt und wächst und macht alles kaputt. Ich muss völlig transparent sein in der Seelsorge. Jetzt noch eine Zusatzfrage und dann kommen wir auch nochmal zu Angela. Wie gehst du jetzt mit dem Thema um? Wer einmal tief in der Pornosucht war, da gibt es ja auch Versuchungen. Ich meine, die Welt, in der wir leben, die ist nicht gerade keusch. Wie gehst du jetzt mit diesem Thema um? Hast du einen Rechenschaftspartner? Hast du Mechanismen, die dir helfen, auch weiterhin stark zu sein, was das Thema angeht? Man kann so sagen, dass ich wie ein trockener Alkoholiker lebe. So vergleiche ich es immer. Ja.
Es gibt keine Schubladen mehr, wo eine Whiskyflasche drin ist. Ich habe bei mir zu Hause auf all meinen elektronischen Geräten, mit denen ich ins Internet gehe, eine Software, die heißt Covenant Eyes. Gute Software. Super Software, wirklich sehr, sehr gut. Und die Software blockiert erstmal grundsätzlich schon mal alles, was an pornografischen Sachen zu tun ist. Und ich kann in dieser Software auch eingeben Seiten, wo ich merke, das ist nicht wirklich pornografisch, aber es ist eine Einstiegstür. Ja. Und der sperrt diese Seiten. Ich kann die selber eingeben, dass er die sperrt. Ich habe Rechenschaftspartner, 3 Stück. Die sehen meine Screens, die sehen, was ich mir angucke und die melden sich auch bei mir. Und es ist zum Beispiel auch eine Abmachung, das muss nicht jeder machen, ich habe das so für mich gemacht, die Sünde kostet nichts mehr. Hm. Das ist in der Welt so passiert, da sind Mauern gefallen, die waren immer da. Die Anonymität ist komplett weg. Die Anonymität ist komplett da, du bist total anonym, ja. Keiner weiß das. Und in dieser Rechenschaftsbeziehung haben wir diese Mauern wieder aufgestellt. Mhm. Erstens dadurch, dass jeder sieht, was ich mache, ist die Anonymität nicht mehr da. Ja. Und zweitens, wenn es Screenshots gibt von Dingen, wo ich reinfalle, habe ich mit meinen Rechenschaftspartnern abgemacht, dass es sofort 50 Euro fällig werden. Und die tun weh. Ja. Ja. Einfach um diese finanzielle Komponente auch mit reinzubringen. Das ist was kostet. Ja. Das ist heute alles kostenlos. Du kannst mit einem Klick kostenlos als alles. Zusätzliche Überwindung. Ja. Ja. Aber die Grundbausteine sind auf jeden Fall die, dass ich nicht mehr einfach alles machen kann, was ich will. Ja. Jeder andere kann ein offenes Handy haben, ich nicht. Und das ist okay so. Mhm. Das ist in Ordnung. Jeder andere hat einen offenen Internetzugang, ich nicht. Und das ist okay so. Anthony, ich denke, das ist auch kein Zeichen von Schwäche. Es ist ja eigentlich ein Zeichen von Stärke, das zu erkennen und dann konsequent, weil man Jesus liebt und die Sünde hasst. Ja, und um die eigene Kapazität zur Sünde weiß, dass man da auch wirklich konsequent ist, finde ich sehr, sehr gut. Angela, nochmal zurück zu dir. Wir waren zuletzt beim Heilungsprozess. Du hast erzählt, viele haben dich als stark eingeschätzt. Du selber empfindest das gar nicht so. Hast du da noch einfach ein paar Gedanken dazu? Wie ist der Heilungsprozess bis heute verlaufen? Hattest du eine Frau in deinem Leben, mit der du darüber gesprochen hast? Ist das etwas, was du einfach sehr viel durch deine Zeit mit dem Herrn immer mehr erkannt hast, durch Bücher? Was waren so, vielleicht nochmal zusammengefasst, was waren so verschiedene Faktoren, die dir geholfen haben, immer mehr zu heilen, dass Wunden geheilt werden? Tatsächlich habe ich so über das Thema noch nie Seelsorge gehabt. Mhm. Ich habe mich, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen fromm, ich weiß es nicht, ich bin damit immer zu Gott gegangen und ich habe mich immer verstanden und getragen gefühlt tatsächlich. Mhm. Ich habe dann irgendwann vor knapp 3 Jahren gesagt, du, ich glaube, ich will jetzt doch mal Seelsorge haben, mit einer Frau darüber sprechen, aber ich weiß nicht wo oder wer. Und habe dann vor drei Jahren Annette kennengelernt. Mhm. Und ja. Annette ist ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Wir haben tatsächlich nie über dieses Thema gesprochen. Es hat sich nie, ich habe immer gedacht, so, ich erzähle jetzt einfach mal alles und irgendwie hat Gott das immer anders gelenkt. Hm. Annette ist für mich so meine Mama in Christus. Hm. Sie hat mir viel gezeigt, viel beigebracht, viel über die Bibel mit mir gesprochen, mir gezeigt, wie Gott ist, wie Gott die Frau sieht und auch was für eine Verantwortung wir tragen unseren Männern gegenüber, unserer Ehe gegenüber, den Kindern gegenüber, aber auch den jüngeren Frauen gegenüber. Mhm. Und seitdem hat so ein Prozess bei mir angefangen, der für mich persönlich in erster Linie nicht damit zu tun hat, mit diesem Thema direkt zu tun hat, sondern meine Verantwortung als Frau in der Gemeinde für meine Geschwister, für meine jüngeren Schwestern da zu sein, denen zu helfen im Alltag, ob es jetzt im Praktischen ist oder im Geistlichen ist,
einfach da, wo Hilfe gebraucht wird, zu helfen. Das kann ich dazu sagen. Ja. Würdest du sagen, dass das mit Teil des Heilungsprozesses war, dich auch dann wieder, nachdem du selber vor dem Herrn dich so getragen gefühlt hast, vergeben konntest, dann dich jetzt auch wieder auf andere zu konzentrieren, auf den Auftrag, den du hast, zur Ehre Gottes für andere Frauen und Kinder da zu sein und so weiter? Ich habe ganz lange, tatsächlich, wir sind jetzt 18 Jahre bekehrt. Gut, wir haben 4 Kinder. Es war immer irgendein Kind, also es war immer ein Kind zu Hause, ein kleines. Man konnte nicht so, ich habe Dienste gemacht, aber ich habe für mich auch immer gedacht, wie soll ich in der Gemeinde helfen? Wo ist meine Begabung eigentlich? Und da haben wir vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Ist das jetzt schon 2 Jahre her, diesen Kurs gemacht? Helf mir schnell. Ein Dienstkurs, die Dienstschulung. Die Dienstschulung gemacht. Und da kamen tatsächlich für mich ganz, also Sachen raus, die ich nie für mich so gesagt hätte. Und bin mittlerweile in der Frauenarbeit tätig. Und glaube, dass Gott das alles benutzt, um nicht nur Frauen mit diesem Thema weiterzuhelfen, sondern generell, was es bedeutet, eine Frau in Christus zu sein. Ja. Weil die Welt gibt uns genau das Gegenteil. Mhm. Also man kann quasi sagen, das, was die Welt sagt, guck, was sagt die Welt dazu und mach genau das Gegenteil. Mhm. Und du hast schon fast die Bibel. Die Bibel. Mhm. Das ist erschreckend und deswegen müssen wir auch gerade für unsere jungen Frauen in der Gemeinde da sein. Ja, stark. Ein sehr, sehr gutes und wichtiges Anliegen. Ja. Die Zeit rennt uns so ein bisschen weg. Ich habe schon gedacht. Aber es ist gut, dass ihr so auch in einer gewissen Ausführlichkeit antwortet. Und man könnte sicherlich auch noch viel mehr sagen. Aber vielleicht gehen wir jetzt mal so in Richtung abschließendes Wort für unsere Zuschauer. Ich fange mal einfach bei Anthony an. Anthony, was würdest du jetzt an dem Punkt, wo du jetzt bist, Ehemännern mitgeben, die A, in der Pornosucht stecken und B, entweder Ehebruch begangen haben oder gerade damit flirten, eine Affäre einzugehen. Was würdest du aus deiner Erfahrung ihnen mitgeben? Also zu denen, die das gemacht haben, die jetzt schon an dem Punkt sind, dass das hinter ihnen liegt. Also mir ist Johannes 1,8,9 in dem Fall gewaltig groß geworden. Wenn wir unsere Sünde verheimlichen, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich glaube, dass der Teufel da gewaltig dran arbeitet, dass wir es nicht bekennen. Ja. Er sagt uns, dann werden wir alles verlieren, alles wird kaputt gehen und das ist eine Lüge. Ja. Das stimmt nicht. Ich habe durch mein Bekenntnis alles gewonnen. Und Dinge, die ich in meinem Leben nicht brauchte, die habe ich verloren. Und das wäre so einer, glaube ich, meiner größten Ratschläge an die das gemacht haben, die auf den Teufel reingefallen sind und die da tief drin stecken. Such dir Hilfe. Bekenn das. Vielleicht, dass man es nicht sofort seiner Frau bekennt, aber man sucht sich jemanden, mit dem man darüber redet, wie kann dieser Prozess jetzt stattfinden. Und sich Tipps holt und Ratschläge vielleicht von einem älteren Bruder oder einem erfahrenen Bruder. Und dann das auch seiner Frau gesteht. Ja. Das wäre einer der wichtigsten Punkte, die ich denke. Und im Rahmen des Prozesses, denke ich, sind dann noch viele andere Hilfen, die sich auftun. Und für die in der Versuchung stecken, das zu machen und da etwas Schönes drin sehen, etwas Begehrenswertes drin sehen, kann ich einfach nur sagen, ja, das sieht schön aus, aber immer ist da ein Haken drin. Absolut. Immer. Und ja, du wirst eine Zeit haben, da wird diese Frucht gut schmecken, aber du wirst auf den Haken kommen, definitiv. Und ich bin Gott so dankbar, ich kenne andere Beispiele. Ich habe in meinem nächsten Verwandtenkreis Beispiele von Christen, die haben alles verloren, weil sie diese Begierde nachgegangen sind. Ja. Die haben ihre Familie verloren, die haben ihre Kinder verloren, die haben ihr Zeugnis verloren vor Gott. Und riesen, riesen Schaden ist passiert. Und denen kann ich nur sagen, das ist eine Lüge. Das, was dir da vorgegaukelt wird und was alles so schön und toll und lebenserfüllend aussieht, wird dich am Ende einfach nur töten und leer zurücklassen. Ja.
Und da auch, such dir jemanden, red mit jemandem darüber. Such dir Hilfe und erzähl ihm deine Kämpfe und fang an, eine Rechenschaftsbeziehung mit jemandem zu haben, der dir hilft, stark zu werden, dem zu widerstehen. Und das Letzte wäre, ich kann nur die Bücher empfehlen, sich gute Bücher über das Thema zu holen. Wollen wir mal gerade zu den Büchern kommen? Ja. Das sind drei Bücher, die Anthony hier genannt hat und die möchte ich euch mal empfehlen. Auf der einen Seite das Buch von Thomas Watson, Die Lehre der Buße, was ihm geholfen hat, wirklich diese vertiefte Buße zu sehen, worum es geht. Im 3L Verlag erschienen, sehr, sehr empfehlenswert. Dann hast du, Anthony, auch dieses Buch vorab erwähnt von Heath Lambert. Da geht es um Freiheit von Pornografie. Endlich frei. Pornografie, der Kampf um Reinheit in der Kraft der Gnade, ist im CLV Verlag erschienen. Ich habe selber auch gelesen, kann es extrem empfehlen. Richtig gutes Buch. Und auch ein weiteres Buch aus dem 3L Verlag. Hier geht es um Abhängigkeiten. Nicht nur um die Sucht der Pornografie. Dieses Buch kann man anwenden auf den Alkohol, kann man auf Drogensucht anwenden, auf verschiedene andere Dinge, Essstörungen. Aber die Stärke an diesem Buch ist wirklich der biblische Bezug und dass der Autor auf die Anbetungsebene geht. Und das führt wirklich zum Kern der Sache. Deswegen drei sehr, sehr gute Bücher, die ich hier empfehlen kann. Und dann gibt es hier noch eine kleine Broschüre, auch im 3L Verlag erschienen, Heilung nach Ehebruch. Genau das ist ja heute auch das Thema, für 3,50 Euro im 3L Verlag zu beziehen. Klein, aber sehr, sehr biblisch und hilfreich, richtet sich an beide, an Ehemann und Ehefrau. Ja, Angela, hast du noch ein letztes Wort? Ich meine, es ist uns schon hier wichtig, auch nicht zu pauschalisieren. Jede Situation ist anders. Es gibt Frauen, die in die Seelsorge kommen und sagen, mein Mann lebt permanent mit einer anderen Frau und das schon seit Jahren und immer wieder eine andere, ich schaffe es nicht mehr. Und irgendwo verstehen wir die Bibel auch als Gemeinde ja so, dass Jesus dann auch sagt, Scheidung bei Ehebruch, das ist dann in krassen Fällen eben auch keine Sünde. Ja, die Bibel sieht da die Herzenshärte von auch von dem Mann und oder von dem Täter, es kann ja in beide Richtungen gehen. Und da ist Scheidung eine Möglichkeit. Dennoch arbeiten wir in der Seelsorge ja immer erst auf Wiederherstellung. Und es ist so wunderbar, dass Gott so eine Heilung bei euch geschenkt hat. Was würdest du Frauen mitgeben oder Personen, die, es kann ja auch dann der Ehemann sein, der betrogen wurde. Was würdest du betrogenen Menschen vielleicht mitgeben? An mutmachenden Worten, was hat dir geholfen? Ich meine, vieles hast du erzählt, aber vielleicht hast du noch mal ein letztes Wort, ein abschließendes Wort. Ja, wie du schon gesagt hast, Gott will die Scheidung nicht. Ja. Das war für mich auf jeden Fall immer erstmal mein Leitfaden. Ja. Und erstmal zu schauen, so jetzt mal durchzuspielen. Jetzt würde ich mich trennen, was mein Recht ist in dem Moment, wie auch immer man das sieht. Und jetzt spiele ich das Ganze durch. Das habe ich für mich persönlich oft gemacht. Ja, dann hast du erstmal dieses ganze Theater nicht mehr und dann wirst du erstmal glücklich und frei und tralala. Und dann lernst du vielleicht einen neuen kennen. Dann heiratest du wieder und dann waren aber die Gedanken, so erstmal habe ich damit für mich definitiv die Liebe meines Lebens losgelassen, aufgegeben, die ich in meinem Mann sehe, die ich habe. Lohnt es sich nicht weiter zu kämpfen? Für was hätte ich sie dann aufgegeben? Mal ganz grob gesagt, für einen Mann, den ich dann auch erstmal wieder kennenlernen muss, auch in der Ehe kennenlernen muss, der vielleicht dann Sachen macht, wo ich gar nicht so, oder die auch nicht so toll sind, das weiß man ja vorher auch nicht. Dann habe ich für mich immer erstmal entschieden, ich kämpfe weiter. Ich habe es ganz nüchtern immer so durchgespielt. Ne? Am Anfang mag das ja alles ganz toll sein, erstmal getrennt zu sein und so, jetzt ist man so, kann man mal Luft holen und sich einen neuen Partner vielleicht suchen, der dann viel toller ist. Und ich war da immer recht nüchtern und habe gesagt, nee, ganz ehrlich, ich liebe meinen Mann. Wir sind seit 28 Jahren zusammen, wir haben 4 Kinder, wir haben ein Enkelkind.
jetzt ganz neu. nein, ich habe für mich entschieden, dass es sich für mich lohnt, darum zu kämpfen. Und ich weiß, dass das nicht, dass ich das nicht jeder Frau so pauschal sagen kann, weil ich glaube, es gibt Männer, die es mag sich unwahrscheinlich anhören für viele, aber die echt viel, viel schlimmer sind. Und da kann ich das nicht so pauschal sagen, die vielleicht geschlagen werden, ja, die oder wo die Männer sich auch nicht, also die erzählen das vielleicht und das fällt denen ganz leicht und so. Ich hatte keine auch, echte Buße auch und Reue. Genau, und ja. Ich weiß nicht, ob das da so einfach ist. Ich denke nicht. Ja. Vielleicht trennt man sich dann auch erstmal ohne Scheidung. Einfach mal, um Abstand zu gewinnen für sich selber, aber auch für den Mann mal, damit der sich mal reflektieren kann. Für mich aber stand das eigentlich nie zur Debatte. Wie stark, Angela. Und ich finde das so gut, dass du gerade auch noch mal so stark den Wert der Ehe betont hast. Und das muss immer die Stoßrichtung sein, auch wenn so etwas Schweres vorgefallen ist. Aber dass man guckt, wie kann die Ehe gerettet werden zur Ehre Gottes. Ja. Und du hast Gott erlebt in diesem Heilungsprozess noch mal ganz besonders. Seine Güte, seine sanfte Art, sein Trost. Und kannst das hier heute so stark bezeugen. Angela, vielen, vielen Dank. Anthony, auch dir vielen Dank. Ich glaube, dass dieses Video für viele sehr, sehr hilfreich sein kann. Und ich danke euch wirklich für eure offene Art. Ich sage es jetzt mal ganz persönlich, es war unglaublich bewegend, hier zu sitzen. Und Gott ist groß. Amen. 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 Ja, damit möchten wir uns auch jetzt von euch verabschieden. Und wollen euch auch für den Austausch jetzt auf dem Sofa drei Fragen mitgeben. Einmal, was hat euch in diesem heutigen Interview betroffen gemacht, dass ihr mal zu zweit darüber austauscht? Was hat euch ermutigt? Was fandet ihr besonders bewegend? Tauscht einfach mal vielleicht zusammen darüber aus. Was ist euch vielleicht an Gott neu bewusst geworden? Und drittens, welche Überlegungen und Schlussfolgerungen wollt ihr jetzt für eure Ehe mitnehmen? In diesem Sinne wünschen wir euch einen gesegneten Abend und einen guten Austausch auf dem Sofa. Bis zum nächsten Mal.